Präzise mittelalterliche Karten. Mit digitaler Genauigkeit. Wenn Mystery-Forscher von diesen Karten hören, verbinden sie die meistens mit Außerirdischen, die uns vor vielen tausenden Jahren besuchten und diese Karten machten. Unsere mittelalterlichen Kartografen kopierten sie nur. Es gibt jedoch ein kleines auffälliges Detail, nämlich dass die Kontinente in ihrer heutigen Form auf vielen dieser Karten dargestellt sind. Das bedeutet, dass alle diese Bilder, als ob sie von Satelliten stammten, eigentlich sehr neu wären. Denn wenn sie sehr alt wären, würden die Kontinente ganz anders aussehen, weil viel mehr Landmasse über Wasser sein müsste. Zum Beispiel wie hier. Und das bedeutet, dass nicht alles alte Wissen für immer verloren ist, sondern dass es noch in jüngster Zeit verfügbar war. Die gute Nachricht ist, dass das Wissen der Überlebenden von Atlantis nicht vollständig verloren gegangen ist. Es gibt noch authentische alte Bücher, die nicht bearbeitet wurden, und sie enthalten die ursprünglichen Lehren, wie sie uns gegeben wurden. Die Kaste der Brahmanen oder Priester in Indien haben die heilige vedische Literatur auswendig gelernt und singen sie seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden. Sie sind sich immer noch sehr wohl bewusst, wie wichtig es ist, das alte Wissen und die alten Texte unverändert weiterzugeben. Die Anzahl dieser heiligen Bücher ist so groß, dass es unmöglich war, sie alle zu fälschen, wie es in Europa geschah. Es ist kein Zufall, dass Menschen von überall auf der Welt sich nach Indien wenden, um spirituelles Wissen zu erlangen. Die wahrhaft aufrichtigen Sucher können mit ihrem Herzen spüren, dass das Wissen aus Indien aus einer reinen und zuverlässigen Quelle stammt. Dies sind Leute aus Europa, sie singen die ursprünglichen alten vedischen Texte. Und dies sind muslimische Leute beim Chanten alter Texte. Sie fühlen auch, dass sie was Besonderes sind. Sowohl die offizielle Geschichte als auch die antiken Texte sind sich darin einig, dass das Wissen von Weißen, die aus dem hohen Norden kamen, nach Indien gebracht wurde. Sie waren Überlebende einer großen Katastrophe, die ihre Zivilisation zerstört hat. Anfangs lebten sie in einem Ort namens Mount Meru. Die Art und Weise, wie Mount Meru in den alten vedischen Texten beschrieben wird, entspricht genau den Inschriften von Hyperborea. Claudius Ptolemäus ist auch in der Scaliger-Version der Geschichte einer der angesehensten Schriftsteller der Antike. Aus Gründen, die wir bereits erwähnt haben, überlebten seine Werke nur in stark bearbeiteter und verzerrter Version. Bis heute finden wir noch immer erstaunliche Informationen über die Völker Hyperboreas in seiner Arbeit. Er teilt uns aus Erzählungen anderer mit, dass die Hyperboreer sogar ohne mechanische Fahrzeuge im Himmel fliegen konnten. Aber er hat diesen Berichten nie Glauben geschenkt, weil es einfach zu unglaublich klang. Und doch teilt er uns seine eigene Beobachtung mit, dass er eines Tages einen Hyperboreer mit eigenen Augen fliegen sah. Unnötig zu sagen, dass diese Erzählung von den Scaliger-Anhängern nicht ernst genommen wird. Sie sagen, die Erlebnisse seien nur reine Fantasie und er, Ptolemäus, wisse nicht, was er da rede.
Die Fähigkeiten der Bewohner von Meru oder Hyperborea zu fliegen ist auch in zahlreichen Erzählungen in der vedischen Literatur aufgezeichnet. Heute noch haben tibetische Mönche immer noch eine große Anzahl von Zeugenaussagen, die Leute sahen, die diese mystische Kraft des Fliegens hatten. Bis vor ein paar hundert Jahren, zu der Zeit, als Tibet noch nicht von der modernen Zivilisation verschlungen wurde. Fliegen war nicht nur mit mystischen Kräften möglich, sondern auch mit sogenannten Vimanas. Diese Vimanas sind Maschinen, Geräte, die sehr gut in der vedischen Literatur beschrieben sind, in der Vaimanika Sastra. Es gibt detaillierte Beschreibungen einiger Vimana-Modelle, wie sie hergestellt und wie sie betrieben wurden. In der Moderne wurde von Hitler die Vaimanika Sastra studiert und viele bezeugten, dass er sie auch gebaut hat. Es gibt viele Originalfotos im Internet, die zeigen, dass das scheinbar echt war. Sogar etwas Videomaterial ist zu finden. Mit erstaunlicher Genauigkeit sind in der vedischen Literatur auch verschiedene Wissenschaftszweige beschrieben. Zum Beispiel Astrologie und Astronomie. Die sogenannte moderne Astronomie entdeckt bis heute immer wieder neu, was schon lange in den alten Büchern steht. Nach jeder neuen Entdeckung der Astronomie wird von irgendeinem Wissenschaftler in einem Artikel erwähnt: Oh, und erstaunlich genug, im alten Indien wussten sie dies schon lange, durch irgendeine magische Quelle. Nun, diese magische Quelle sind die Überlebenden, die unter den verschiedenen Stämmen verstreut lebten und mit ihnen ihr Wissen von Technologie und ihre Kenntnisse der Geheimnisse der Menschheit teilte. Menschsein, das ist ein erstaunliches, mystisches Wesen mit Fähigkeiten, die wir magisch nennen, wobei diese Fähigkeiten nicht wirklich magisch sind. Wir sind nur in unserem gegenwärtigen Zustand so unempfindlich für diese subtilen Energien, dass für uns solches Denken schon jenseits unseres Verständnisses zu sein scheint und wir sie als magisch bezeichnen. Im Allgemeinen sind sie absolut natürlich für den Menschen. Ich würde gerne ergänzend klären, dass ich nicht behaupte, dass diese Überlebenden die einzigen Bringer des Wissens waren. Viele Orte in der Welt hatten bereits Wissen von vorher, und ich glaube, Indien ist einer von diesen Orten. Ich meine spirituelles Wissen. Schon vor der Ankunft der sogenannten Arier, was zivilisiert oder weise bedeutet, hatte Indien Wissen. Es gab Leute im Wald, die Vratis genannt wurden. Das waren Rishis, Seher oder mythische Weise. Es waren alte Weise. Sie waren auch Hüter des alten Sanatana Dharma. Dieses Sanatana Dharma ist nicht eine Art Religion, wie wir den Hinduismus heute kennen. Sanatana Dharma bedeutet die innere Arbeit des Menschen. Die Arbeit, für die der Mensch erschaffen wurde. Und diese Arbeit besteht darin, zu lernen, wie man die eigene Realität mit den Gedanken und Intentionen schafft. Obwohl alle Zweige der Wissenschaft in der vedischen Literatur beschrieben sind, ist immer die Hauptbotschaft der Überlebenden, dass das spirituelle Wissen am wichtigsten von allem ist.